Okay, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Ein für alle Mal, darum sind Stoffkuren völliger Schwachsinn. Damit machen wir endlich mal weiter mit der Reihe Ein für alle Mal. Und hier ging es in der Vergangenheit darum, nur für die, die das noch nicht kennen, checkt das mal aus, auf dem Kanal sind noch einige Videos zu dem Thema. Und im Endeffekt heißt es ein für alle Mal, endlich mal wirklich, weil ich das dauernd gefragt werde oder weil es Themen sind, die irgendwie immer wieder breitgetreten werden, Themen, die immer wieder auftreten. Nicht zuletzt sind das auch Themen, zu denen ich immer wieder auf Instagram in DMs irgendwas gefragt werde. Und die Antwort ist eigentlich schon lange klar und immer die gleiche oder manchmal gibt es auch nicht wirklich eine Antwort. Und genau deshalb gibt es diese Reihe. Und da kann ich ganz locker flockig mit diesem Link antworten und das ist eine super Sache. Und ich muss sagen, ich habe das eine Weile auch nicht weitergemacht, weil man wird ja so ein bisschen betriebsblind. Das bedeutet also, ich dachte mir die ganze Zeit, was gibt es denn noch für Fragen, die immer gestellt werden? Was ist denn wirklich häufig ein Thema? Und dachte mir, ich merke mir das einfach, weil das sind dann Sachen, da denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass ich das immer noch gefragt werde. Ich habe das in jeder Fragerunde schon erklärt, ich habe das hier schon erklärt, in YouTube-Videos schon erklärt und irgendwie, ja, tanzen dir die Dinger vor der Nase rum und du merkst es manchmal nicht. Und ein offensichtliches ist das Thema Stoffkur. Denn wenn ich die Frage bekomme, ich plane eine Stoffkur, ich plane eine Testokur in der Regel, ne? Ich plane mal so eine 3-Monats-Kur oder ich brauche Hilfe bei meiner Kur und dann versuche ich den Leuten immer zu erklären, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich muss, wenn ich diesen Satz höre, schon an so vielen Ecken ansetzen, dass ich versuche, anhand dessen zu erklären, warum das nicht einfach mit einer Frage an mich auf Instagram getan ist. Und deswegen rechtfertige ich damit auch wirklich bis heute noch, dass ich das nur innerhalb des Coachings mache. Und das sage ich hier nochmal ganz straight an jeden, der gerade darüber nachdenkt, mir so eine Frage einfach anonym, ohne dass ich ihn irgendwie jemals gesehen hätte, auf Instagram zu stellen. Ich persönlich, das ist meine Meinung, finde, wenn ich eine direkte Beratung gebe, ohne jemanden zu kennen, ist das fahrlässig. Und genau deshalb mache ich das nur innerhalb des Coachings. Was ich hier auf dem Kanal tue, ist in der Regel ein kostenloser Mehrwert, der ums große Ganze geht. Hilfe zur Selbsthilfe, denn hier lernst du zu verstehen, welche Mechanismen sich hinter allem befinden und warum es oft eben nicht die eine Antwort gibt. Und genau darum geht es hier. Also, jetzt in den letzten Tagen wieder verstärkt vorgekommen, hey, ich plane eine Kur. Wie gestalte ich meine Kur? Ich will eine 3-Monats-Kur machen. Tatsächlich bekommt es manchmal wirklich genau so 3-Monats-Kur. Und ich möchte vorab hier einfach sagen, es geht jetzt im Video um Folgendes. Erstens, es geht nicht darum, dass ich hier erklären will, dass Stoffen an sich schwachsinnig ist. Das sollte der Titel nicht bedeuten. Das wäre auch irgendwie, na, ich würde nicht sagen, es wäre Doppelmoral, denn ich kann sehr wohl sagen, obwohl ich das selbst mache, würde ich das jemand anderem nicht empfehlen. Aber ich bin sehr wohl der Meinung und deswegen auch immer kritisiert worden, aber ich bin immer noch der Meinung und es ist auch ein Fakt, dass man das Ganze relativ klug und möglichst mit niedrigen Risiken angehen kann, wenn man entsprechendes Wissen darüber hat oder sich jemanden an die Seite holt, der darüber verfügt. Der Meinung bin ich immer noch und bei der Meinung bleibe ich auch. Das heißt, es wird hier nicht darum gehen, dass Stoff per se und böse und alles Mögliche ist, sondern es geht darum, dass das Modell der Stoffkur, der Testosteronkur von 3 Monaten, in der man möglichst viel Muskeln abbaut und dann absetzt, völliger Schwachsinn ist. Und ich werde so kurz und knapp wie möglich erklären, warum das so ist. Punkt 1. Schauen wir uns doch mal Folgendes an. Ich möchte ganz am Anfang ansetzen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Testosteron-Enantat anfängst, das ist vielleicht auch etwas, das ganz wenige wissen. Wann kann man wirklich damit rechnen, dass der Blutserumwert von Testosteron so signifikant ist, dass du davon wirklich eine Wirkung erwarten kannst? Ja, ich weiß, 5 Tage Halbwertszeit und so weiter und so fort. In der Regel sollte vorher schon was ansteigen. Stimmt alles. Die Praxis zeigt 2 bis 4 Wochen. In der Regel sind es ungefähr 4 Wochen, bis der Blutserumwert hoch genug ist, damit du wirklich einen anständigen Ausschlag hast und damit du die ersten wirklich guten Wirkungen hast. Es kommt vor, dass das nach 2 Wochen schon so einsetzt, vielleicht auch etwas früher mit mehr Pump. Das spürt man tatsächlich und von da aus entwickelt sich dann das Ganze. Mehr Pump, mehr Power, mehr Vitalität, das sind ja alles die ganzen wirklich auch Vorteile, die man davon dann genießen kann und die man auch wirklich spürt. Gar keine Frage. Jedoch wirklich signifikant, auch von der Wirkung her, und das Ganze nimmt dann so richtig seinen Lauf. Das sind 2 bis 4 Wochen. Ich würde eher mal sagen 4 Wochen. Deswegen sage ich auch allen im Coaching Folgendes. Ich möchte gerne, wenn Sie damit anfangen, vorher ein komplettes Blutbild
Und nach 4 Wochen möchte ich wieder ein komplettes Blutbild, weil man da die ersten Anzeichen erkennen könnte von dem, was dein Körper damit macht. Das bedeutet Östrogenwerte, Blutfettwerte und so weiter und so fort. Das wären alles Dinge, die man dann zumindest im Ansatz schon ablesen könnte oder zumindest erahnen könnte, in welche Richtung sich das entwickelt. Teilweise sind dann sogar schon sehr gravierende Veränderungen zu sehen, das ist krass. Das zeigt aber auch wieder, wie unfassbar individuell dieses ganze Thema ist. Aber lasst uns hier nicht zu sehr abschweifen. Warum erzähle ich das? Ganz einfach. Du planst eine 3-Monats-Kur. Ich glaube, jetzt weißt du, worauf ich hinaus will. Das sind 12 Wochen. So, jetzt sind schon mal 4 weg, in denen du quasi so eine Anlaufzeit hast. Das ist noch nicht wirklich Effekt, so das schleicht sich langsam ein und da kommt ein bisschen was und du kriegst das mit. Aber so dann wird es interessant. Ne? Das heißt, dir fehlen schon mal 4 Wochen. Das heißt, hast noch Pi mal Daumen 8 Wochen, in denen du wirklich was rausholen kannst. Und jetzt kommt eine Aussage, für die werden mich viele Naturalathleten, die sich mit dem Thema Stoff beschäftigen und dazu Studien gelesen haben, werden mich dafür kritisieren oder dafür lynchen. Und zwar sage ich jetzt, du kannst in diesen 3 Monaten oder seien es 8 Wochen, noch weniger, nicht wirklich signifikant Muskeln aufbauen. Und nein, auch nicht mit Stoff. Das ist Fakt. Und ich weiß, jetzt kommt die berühmte Studie, in der die Leute, ich glaube 12 Wochen waren es oder was es war, 2 Kontrollgruppen hatten und die Testosterongruppe hat tatsächlich viel mehr Muskeln zugenommen, obwohl sie in Anführungsstrichen nichts gemacht hat, im Gegensatz zu der anderen Gruppe, die natural war. Man darf hierzu aber nicht vergessen zu sagen, dass prozentual gesehen natürlich etwas mehr an Muskulatur entsteht, erstens. Und zweitens, dass Parameter wie zum Beispiel die Alltagsbewegung, die Arbeit und so weiter außer Acht gelassen wurden. Denn im Endeffekt, wenn sich beide gleich bewegen, komplett gleich, und die eine Gruppe ist enhanced, dann ist ja klar, dass bei der einen Gruppe mit Bewegung, beide haben Bewegung, mehr entsteht als bei der ohne Testo und Bewegung. Das ist völlig klar, denn sonst wäre das Zeug ja völlig sinnlos. Das bedeutet, natürlich ist da ein Unterschied. Und natürlich ist der im Endeffekt auch ablesbar. Aber diese Studie hinkt. Hinkt gewaltig, wenn es einfach darum geht, das Ganze zu vergleichen, denn das Ergebnis war, dass sich viele daran aufgehangen haben und gesagt haben, das ist der Beweis. Du musst einfach nur Stoff nehmen und schon wenn du Stoff nimmst und absolut gar nichts machst, baust du signifikant Muskeln auf. Und das ist völliger Quatsch. Und als nächstes müssen wir uns die Prozesse ein bisschen weiter anschauen. Was passiert denn nach diesen 4 Wochen, in diesen 4 Wochen oder in diesen 12 Wochen? In erster Linie, was passiert ist, deine Glykogenspeicher fassen etwas mehr. Sie vergrößern sich etwas, du kannst ein bisschen mehr Muskelglykogen einlagern, das ist der körpereigene Kohlenhydratspeicher. Das wiederum ist sehr gut für deine Regeneration, für deine Muskelentwicklung tatsächlich auch und natürlich auch für deine Power. Das bedeutet, das ist schon mal ein sehr wichtiger Faktor. Und was macht das noch? Richtig. Das macht ein bisschen mehr Pump, das macht ein bisschen mehr Fülle, das ist das, was du spürst. Und so wirst du auch relativ schnell voller. Du ziehst dadurch auch so ein bisschen Wasser auch in die Muskeln, aber je nachdem, wie du dich ernährst, oft auch außerhalb, je nachdem natürlich auch, wie dein Östrogen aussieht. Und da kommt so ein bisschen der nächste Trugschluss. In dieser ersten Zeit hast du dadurch, dass du praller bist, wegen mehr Glykogeneinlagerung zum Beispiel, eventuell auch schon mehr Kraftentwicklung hast, und auch nicht zuletzt dadurch, dass du etwas Wasser ziehen wirst. Das wird einfach passieren, je nachdem, wie sehr dein Östrogen reagiert. Wir unterstellen mal, dass die meisten das in der ersten Zeit gar nicht beachten. Und wenn sie es denn beachten, dass sie halt erst dann was unternehmen, wenn sie zum Beispiel nach 4 Wochen ein Blutbild gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, Wasser im Muskel und etwas außerhalb ist gang und gäbe, wenn man das macht. Ne, das kommt einfach vor. Warum das jetzt? Warum dieses Thema? Das ist der erste Trugschluss Richtung Muskulatur. Das bedeutet, wenn du so nach 6, 8 Wochen dann im Gym stehst und bist mega gepumpt, so gepumpt wie noch nie in deinem Leben, hast auch ein bisschen Wasser gezogen, hast signifikant an Gewicht zugenommen, dann gehst du automatisch, vor allem auf Pump, wenn du siehst, wie breit du sein kannst, gehst du automatisch davon aus, dass du effektiv an Muskeln zugelegt hast. Und ich will gar nicht bestreiten, dass sich in der Zeit auch schon was tut, dass dafür die Weichen gelegt werden. Das ist alles völlig außer Frage. Nur signifikante Muskelmasse, die du jetzt rein biologisch gesehen dazu gewonnen hast, die danach auch standhalten wird, wenn du wieder off gehst, die ist noch nicht vorhanden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann hier ein Beispiel nennen, jetzt um mal zurück auf Netties zu kommen oder irgendwas. Es gibt Leute,
Die fangen an zu trainieren, trainieren so 6 Monate und machen dann eine 3-Monats-Diät und sehen wieder aus wie vorher, nur dünn, haben aber muskulär eigentlich keinen Fortschritt gemacht. Und auch das ist so ein bisschen dieselbe Baustelle. Du hast einfach nicht genug Zeit investiert, um qualitativ starke Muskelmasse aufzubauen, die einer Diät auch standhalten kann. Und da ist immer so ein bisschen der Trugschluss des Pumps einfach, der Glykogenspeicher und so ein bisschen auch des Wasserhaushalts. Und natürlich hat man die Erscheinung dann auch. Und dann glaubt man vor allem, weil das Gewicht auch nach oben geht, ich habe krass Muskeln aufgebaut. So könnte jemand zum Beispiel sagen, ich habe meine Kur mit 75 Kilo gestartet. Hier auch, je niedriger du bist, desto signifikanter wird das Gewicht auch ansteigen im Verhältnis. Das ist natürlich klar. Wenn jetzt jemand 75 Kilo angefangen hat und dann frisst er 12 Wochen lang und trainiert und am besten frisst er noch unkontrolliert, das ist halt auch etwas, das viele machen. Das sind einfach die üblichen Parameter, die ich jetzt gerade zur Anwendung bringen möchte. Denn die meisten, die diese Kuren machen, die ihre erste Kur machen, die meisten, die überhaupt eine Kur machen, die gehen auf eine gewisse Art und Weise mit der ganzen Thematik um. Oder haben es zumindest vor. Und genau deswegen mache ich dieses Video. Denn dann wird meistens auch sehr unkontrolliert gegessen. Es wird einfach viel gegessen. So ist so viel wie möglich. Du willst ja zunehmen. Du hast nur 3 Monate. Gib Gas. Massephase. Dies, das. Und dann hast du halt zum Beispiel am Ende so von 75... lass dich 88 bekommen haben oder so. Ja, oder lass dich auf 90 Kilo hochgegangen sein. Also Stoff hin oder her, aber so viel Muskulatur, nur mit etwas Testosteron in 3 Monaten, kann passieren, wenn du sehr gut drauf anschlägst, kann passieren, wenn alle Parameter auf absolut 100% laufen und du der übelste Crack bist. Vielleicht hast du einen Coach, vielleicht gibt dir da Vollgas, vielleicht sind die Kalorien voll auf 100% und alles stimmt ganz genau mit Regeneration, mit allem drum und dran. Aber in der Regel ist es so, dass man hier vor allem Wasser zunimmt. Man zieht Wasser, Glykogenspeicher sind etwas voller, das ist auch ein bisschen Gewicht und nicht zuletzt vor allem, weil man so viel frisst, also Steroide, zumindest Testosteron, sage ich jetzt mal, ist kein Freifahrtschein für fettfreie Muskelmasse. Schon gar nicht, wenn du viel frisst. Also das Prinzip, das vorher galt, gilt jetzt auch. Du hast einen Kalorienbedarf, der mag gerne auch ein bisschen höher werden, wenn du mehr Gas gibst. Nicht allein durch das Testosteron, sondern dadurch, dass du eben mehr Power entwickeln kannst, mehr Leistung bringen kannst und so weiter, öfter trainieren kannst, härter trainieren kannst. Dadurch kommt der zustande. Und gehst du drüber, baust du auf, gar keine Frage. Bist du aus irgendeinem Grund der Meinung, du solltest nicht nur drüber gehen, sondern das Ding förmlich sprengen und das auch nicht nur mit gesundem Essen, dann wird das Gleiche passieren wie sonst auch. Du wirst auch Fett aufbauen, das ist völlig normal. Und du wirst auch sehr viel Wasser ziehen. Du wirst sehr viel Wasser halten, auf Testosteron sogar noch mehr als natural. Dein Körper zieht dann wirklich auch viel aus dem überschüssigen Zucker und so weiter Wasser. Und das ist etwas, das nehmen viele als Trugschluss mit aus so einer Kur. Und darum will ich dich eigentlich so ein bisschen vor dem Gedanken bewahren. Und ich komme auch zum Schluss nochmal zu dem Punkt, was so die Schlussfolgerung daraus ist. Und Spoiler, sie ist nicht, nein, zieh jetzt 2 Jahre durch, weil das ist der einzige Weg. Ich will eher, dass man das ein bisschen überdenkt. So, jetzt gehst du also da raus, hast so 15 Kilo mitgenommen, ich werfe jetzt irgendeine Zahl in den Raum, und dann sagst du, 3 Monate sind vorbei, 15 Kilo Muskeln habe ich aufgebaut, geiler Typ, feier ich, ich bin McFit-Held Nummer 1, und jetzt setze ich ab, nice, hat doch gut geklappt. Und dann so in 3-4 Monaten wieder, so macht man das ja. So, und jetzt kommt mit der gravierendste Punkt, warum dieses Kuren eigentlich rein praktisch nicht machbar ist. Es ist machbar, gar keine Frage, aber es ist gesundheitlich höchst fragwürdig. Höchst fragwürdig. Da ist Blast & Cruise um einiges klüger. Zu Blast & Cruise kommen wir auch nochmal kurz, dazu habe ich aber auch ein eigenes Video. Bedeutet also, dein Organismus ist jetzt an exogenes Testosteron gewohnt, beziehungsweise er ist daran gebunden, er ist darauf angewiesen, er produziert kein eigenes mehr. Das heißt, in dem Moment, in dem du injiziert hast, hat dein Körper kein eigenes mehr produziert und wird er auch so schnell nicht wieder tun, ob du es glaubst oder nicht. So einfach ist das nicht. Und das bedeutet folgendermaßen, ich gebe dir mal ein Beispiel für eine anständige PCT, eine Post-Cycle Therapy. Im Video mit Jan Saffe, das erst letzte Woche auf meinem Kanal erschienen ist, sprechen wir über seinen Weg vom Testosteron zurück zum Naturalstatus und wie lange das gedauert hat, mit wie viel Strapazen das verbunden war. Und wer sich das schon angesehen hat, der weiß jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Es bedeutet also, ich gehe mal nur zur PCT. Wenn du aufhörst, Testosteron zu nehmen, du schleichst es in der Regel aus. Auch darüber habe ich ein Video über eine genaue Praxis dazu. Und wenn du das dann so ausschleichst,
dann bist du irgendwann so nach 2 Wochen, wenn du kaum mehr was drin hast, kannst du anfangen mit HCG ein bisschen gegen zu schocken. Ja, dadurch gibst du so ein bisschen LH und FSH wieder Signale. Das bedeutet, deine Hoden kriegen wieder so ein bisschen das Signal, dass sie produzieren sollen. Das ist so die erste Hilfe, die du hast. Und dann machst du in der Regel noch so 4 Wochen weiter mit Tamoxifen. Alles in allem ist eine PCT in so 6 Wochen beendet. Ist doch super, ist doch geil. Also 6 Wochen beendet, noch 6 Wochen Pause, kann ich wieder kuren. Nice. Nee, eben nicht. Denn wenn die 6 Wochen beendet sind, dann beginnt eigentlich erst der Kampf. Du wirst überhaupt erst merken, dass du offgegangen bist, wenn du das Ganze mal so 3-4 Monate lang vergehen lässt. Und in diesen 3-4 Monaten hast du faktisch kein eigenes Testosteron. Oder nur sehr, sehr wenig. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Leute dann in ein unglaublich tiefes Loch fallen. Denn Hormone sind für uns im Körper wichtig. Die haben eine Funktion. Und Testosteron erfüllt einige wichtige Funktionen bei Männern. Nicht zuletzt auch das Dihydrotestosteron, das davon abgespalten wird. Das ist für unsere Männlichkeit unfassbar wichtig. Auch ein bisschen für unseren Mut, also für unsere Stimmung, für unsere Motivation. Für den Biss, möchte ich auch so ein bisschen sagen. Und das ist alles plötzlich weg. Zusätzlich hast du auch keinen Pump mehr im Training. Training macht also gar keinen Spaß mehr. Du hast extrem beschissene Regenerationszeiten. Du konntest vorher jeden Tag trainieren gehen. Jetzt gehst du einmal trainieren und fühlst dich am nächsten Morgen, als hätte ich einen LKW angefahren. Und das macht alles ein bisschen weniger Spaß, wenn du dann auch noch völlig ohne Pump aus dem Training gehst. Du hast also quasi dieses Trainingsfeeling, das du kennenlernen konntest, absolut gar nicht mehr. Das ist der Punkt, in dem viele aufhören zu trainieren. Sie haben keine Lust mehr. Aber nehmen wir mal an, du gehörst zu den wenigen, die das dann trotzdem weiter durchziehen. Faktisch hast du, mach eine PCT, schön und gut, trotzdem danach kein eigenes Testosteron. Du wirst unweigerlich Muskulatur abbauen. Oder ich korrigiere, du hast nicht wirklich Muskulatur dazu gewonnen. Zumindest nicht signifikant. Und das bedeutet, was jetzt passieren wird, ist entweder du frisst so gut du kannst weiter und wirst erst recht etwas Körperfett ansetzen, weil dein Testosteron im Keller ist und so auch die Umwandlung, die Regeneration, der Muskelaufbau extrem gehemmt ist. Das ist einfach ein Fakt. Und das bedeutet entweder, du wirst einfach noch mehr Fett und Wasser aufbauen in dieser Zeit oder du verlierst die Lust, machst weniger, isst weniger, denkst dir, ich will ja auch nicht fett werden oder du hast einfach keinen Bock. Egal aus welchem Grund, falls du diesen Weg gehst, wirst du eigentlich alles wieder loswerden. Was vorher da war, was ja hauptsächlich Wasser war oder Fett, wie auch immer. Und da stehst du dann so nach 3-4 Monaten. Das heißt, du stehst eigentlich wieder genau am Anfang. Um dir mal so eine Aussicht zu geben, in der Regel dauert es 4, 5, 6 Monate, manchmal sogar länger, bis dein Körper wieder sein eigenes Testosteron produziert. Und das heißt ja auch nicht, dass du dann wieder fein bist, sondern naja, dann musst du den ganzen Weg wieder von vorne gehen, als Naturaler. Jetzt frage ich dich, wenn du eine 3-Monats-Kur gemacht hast und 3 Monate lang danach eigentlich gefühlt ohne Testosteron weiter trainiert hast, mit allen Nachteilen, wo ist dann der Sinn, wieder eine Kur anzusetzen und das Ganze nochmal von vorne starten zu lassen? Richtig, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Andersrum, gehen wir mal davon aus, dass du es komplett richtig machen würdest. Du machst eine Kur und wartest so lange, bis dein eigenes Testosteron wieder auf dem Damm ist. Nehmen wir mal die 6 Monate. Das heißt, du machst eine 3-Monats-Kur und dann wartest du 6 Monate, bis du wieder eigenes Testosteron hast. Du erkennst das erste Mal auf dem Blutbild, ja Mann, Testosteron ist back. Und das erste, was dir einfällt, ist, dir eine Nadel reinzujagen und das Testosteron wieder komplett zu fisten. Das ist doch auffälliger Schwachsinn. Also das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und dementsprechend ist eine Kur so ziemlich das Bescheuertste, was du machen kannst. Ich finde hier eigentlich immer relativ konstruktive Worte, aber das ist wirklich bescheuert. Du hast davon gefühlt keinen Ertrag und dementsprechend, wenn du dich auch nur ein bisschen darum bemühst, das Absetzen durchzuziehen, siehst du, wie sinnlos das ist. Und jetzt gehen wir mal das andere Beispiel. Du setzt kalt ab. Wenn du kalt absetzt, hast du direkt frontal die ganze Wirkung, die ich eben gesagt habe. Also du hast natürlich die vollen 3-4 Monate, die du bis zur nächsten Kur wartest, absolut kein eigenes Testosteron oder nur sehr wenig. Und wirst in der Zeit natürlich auch nicht effektiv weiter Muskeln aufbauen, wirst wahrscheinlich Muskeln abbauen oder du wirst Fett zunehmen oder du wirst dünn, je nachdem. Und dann kannst du natürlich alle 3 Monate Gas geben und dann wieder 3 Monate nichts machen. Das ist ja, wenn du das so willst, ist das deine Sache. Ganz abgesehen davon schädigst du deinen eigenen Hormonhaushalt dadurch aber langfristig höchstwahrscheinlich extrem. Eine PCT nicht zu machen, ist eigentlich ein Garant
Okay, ich will nicht sagen ein Garant, denn es gibt immer wieder Leute, die haben unglaubliches Glück, was das angeht. Aber es ist, sage ich mal, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dein körpereigener Hormonhaushalt langfristig sehr gestört zurückbleibt. Und das ist ein Risiko, das man meiner Meinung nach absolut nicht eingehen sollte. Es gibt zig Beispiele von Leuten, die schwören, dass es ihnen wunderbar geht, obwohl sie kalt rausgegangen sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Es ist wie bei allem. Mach's 50 Mal, es passiert nichts. Mach's nochmal, es passiert. Mach du es dein ganzes Leben und es passiert nichts. Dein Kumpel probiert es einmal aus und kriegt die volle Härte zu spüren. Das ist halt die Frage, wird es dich treffen oder wird es dich nicht treffen? Ich persönlich finde den Hormonhaushalt dazu etwas zu wertvoll, um so dermaßen damit zu spielen. Auch wenn sich das jetzt aus meinem Mund paradox anhört, aber das ist die Wahrheit. Denn es gibt gewisse Regeln, die man da einfach einzuhalten hat und dann läuft man weniger Gefahr. Dementsprechend ist eine 3-Monats-Kur, sogar eine 6-Monats-Kur mit 6 Monaten Absätzen, bis du dann wieder eigenes Testosteron hast, das ist okay, wenn du danach nicht mehr vorhast, Testosteron zu nehmen. Weil dafür hast du ja diese 6-Monats-Tortur hinter dich gebracht. Dafür, dass du endlich eigenes Testosteron hast. Wie gesagt, 6 Monate können schwanken. Ich nehme den Wert jetzt einfach mal fest. Warum solltest du das überhaupt tun, wenn du danach wieder vorhast, dir Testosteron zu injizieren und diesen ganzen Prozess wieder rückgängig zu machen? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Wann ergibt Absetzen Sinn? Nur, wenn du beschlossen hast, für längere Zeit oder eventuell komplett mit Steroiden aufzuhören. Dann ist eine Post-Cycle-Therapy absolut notwendig und du musst sie durchziehen und musst dir dein eigenes Testosteron wieder erkämpfen. Und das ist es auch wert. Das wird eine schwierige Zeit, das solltest du aber unbedingt tun. Das gebe ich dir hier als Tipp auf jeden Fall mit. Mach sie anständig. Ich habe auf meinem Kanal das Stoff 1x1, SERMS HCG-PCT heißt das. Da ist das alles nochmal genau erklärt und guck dir bitte gerne auch den Podcast mit Jan an. Da gibt es sehr wertvolle Infos dazu. Das ist es absolut wert. Gar keine Frage. Aber es ergibt wirklich überhaupt gar keinen Sinn, eine zeitlich begrenzte Kur zu starten, nur um dann wieder abzusetzen, 6 Monate zu warten oder von mir aus 3 Monate zu warten, da wird dein Testosteron aber nicht wiederkommen. In Einzelfällen vielleicht schon, aber nehmen wir auch die 3 Monate. Warum solltest du überhaupt diese Zeitspanne komplett ohne Testosteron verbringen, mit allen Nebenwirkungen, die du dann hast, wenn du danach sowieso wieder reinhaust und das Testosteron ja auch wegbleibt? Also mir erschließt sich 0,0, was diese Zeitspanne für einen Sinn ergibt. Und jetzt sagst du, ja, ich will dem Körper eine Pause gönnen. Eine Pause ist das nicht. Das ist bei weitem der größte Stress, den du deinem Körper wahrscheinlich seit sehr langer Zeit zugeführt hast. Denn dein Körper hat kein Testosteron. Das ist verdammt viel Stress für deinen Körper. Dein Körper hat viele katabole Prozesse, du bist tendenziell gestresster, du schläfst schlechter, du hast eine schlechte Libido, du hast eine schlechte Stimmung. Manche Leute verfallen in Depressionen, du hast eine unglaubliche Lustlosigkeit. Das ist alles andere als eine Pause für deinen Körper. Denn hier müssen wir zurück zu den Wurzeln von Testosteron und uns nochmal darauf besinnen, was es eigentlich ist. Es ist ein Medikament, das Menschen Lebensqualität gibt. Und das bedeutet, in dem Fall müsste man dich mit jemandem vergleichen, der an Hypogonadismus erkrankt ist, zum Beispiel. Derjenige hat nämlich auch kein Testosteron. Und weißt du was? Dem geht's verdammt beschissen. Und er ist auf eine TRT angewiesen. Und diese TRT wird in einem gesundheitlich annehmbaren Rahmen gemacht. Von Ärzten überwacht, im besten Fall natürlich. Und da hat er keine negativen, ja, eigentlich überhaupt keine negativen Auswirkungen zu befürchten. Klar, immer individuell, aber in der Regel ist das so. Und jetzt musst du dich einfach fragen, für diese Zwischenzeit, solltest du nicht vielleicht doch lieber darüber nachdenken, eine sogenannte TRT zu fahren? Und eine TRT sind keine 250 Milligramm die Woche, eine TRT sind 125 bis 150 Milligramm die Woche. Das ist absolut nichts Aufregendes. Wirklich nicht. Das ist in deinem Fall, vor allem bei dem, was du vorher gemacht hast, wenn du so 250, 350 Testo genommen hast, wirst du das merklich schon mitbekommen, dass das wieder etwas runterfährt, aber es wird dich auf dem Damm halten. Und es wird dich mit Grundtestosteron versorgen. Deine Libido wird gegeben sein, dein Training wird funktionieren, deine Fortschritte werden gesichert sein. Und deine Lebensqualität bleibt erhalten, so wie deine Stimmung auch. Und deswegen macht man einen sogenannten Cruise. Das bedeutet, man überbrückt die Zeit und gibt seinem Körper eine Pause und dann blastet man irgendwann wieder. Wir reden hier aber gerade von deiner ersten Kur. Und eine erste Kur ist weder ein Blast noch ein Cruise. Eine erste Kur ist meistens 250 Milligramm bis 350 Milligramm, jetzt sage ich auch schon Kur. Und
Das wiederum ist eigentlich, also unter Bodybuildern wird immer gelacht und wird gesagt, das ist ein Cruise. Ja, also man muss sich jetzt wirklich streiten, wann ist ein Cruise überhaupt notwendig? Gar keine Frage. Ich persönlich sage, 250 Milligramm kannst du durchfahren. Wirklich, das ist nichts, was den Körper irgendwie negativ affektiert, wenn du dafür gesundheitlich ausgelegt bist. Und dafür musst du natürlich deine Parameter über Blutbilder überwachen. Am besten sogar noch dein Herz, EKG und so weiter. Ne? So ein Echo machen. Das ist ja alles klar. Aber an sich könntest du, wenn du ansetzt, mit so einer Menge auch sehr, sehr lange durchgehend arbeiten, wenn du deine Gesundheit überwachst. Und jetzt kommen wir zum Schlusswort. Das bedeutet, was ist die Alternative? Habe ich dir jetzt mitgegeben, mach keine Kur, sondern nimm dir gleich 2 Jahre vor und zieh dir voll den Stoff rein? Nee, eigentlich nicht. Was ich dir hiermit sagen will, ist, wenn du planst, nur eine 3-Monats-Kur zu machen, möchte ich dir hiermit nahelegen, das Ganze komplett sein zu lassen. Denn du gehst für diese 3 Monate ernsthaft das Risiko ein, dass dein eigener Hormonhaushalt sich eventuell nicht mehr richtig erholt. Ich weiß, das passiert wenigen, aber das Risiko steht im Raum. Und auch wenn das Risiko gering ist, stell dir dieses Leben mal vor. Das ist nicht schön. Das ist keine schöne Vorstellung. Das heißt, gleichzeitig gehst du sofort eigentlich mit dir selbst den Kompromiss ein, dass du sagst, ich verpflichte mich hiermit dazu, eventuell mein Leben lang an der Nadel zu hängen. Denn dann bist du angewiesen auf eine TRT für dein ganzes Leben. Und das ist eigentlich so, also manche haben da kein Problem mit, ich kann mir auch Schlimmeres vorstellen, aber für viele ist das dann doch ein Hindernis. Und wenn du so einer bist, ich habe Angst vor Spritzen und das will ich sowieso nicht machen und dann mache ich das und jenes und ich mache sowieso nur 3 Monate, bin mir sowieso nicht sicher, das ist überhaupt kein Front, sondern das ist meine ehrliche Meinung, dann tu dir doch einen Gefallen und lass das. Wirklich, tu dir einen Gefallen, weil die 3 Monate sind absolut nichts wert. Ja, 6 Monate aufwärts kann man drüber reden, aber bitte bedenke, eine 6-monatige PCT im Schnitt, die danach kommt, sind 6 Monate zu 6 Monaten wirklich das Risiko wert? Und jetzt kommt die Aussage, die am Schluss des Ganzen steht. Wenn du nicht vorhast, das Ganze gleich über Jahre durchzuziehen, klingt hart, aber ist so, dann solltest du es lassen. Und solltest du jetzt davor stehen und sagen, Jahre ist mir ein bisschen too much, ich würde es aber schon gern machen, dann tu dir einen Gefallen, lass es trotzdem. Ich meine, du kannst natural noch sehr, sehr viel erreichen. Heutzutage gibt es sehr viele gute Coaches, die sich sehr gut auskennen. Hol dir Hilfe, spiel noch mal ein bisschen mit deiner Genetik, schau, was du noch alles rausholen kannst. Und das sollte der klügere Weg sein. Und wenn du dich dazu entschließt, diesen Weg doch zu gehen, dann mach keine Kur, denn du hast erstens keine Muskulatur davon, nicht wirklich nachhaltig. Zweitens wirst du eine sehr, sehr schlimme Zeit erleben, zwangsläufig. In irgendeiner Art und Weise wirst du die erleben. Manche mehr, manche weniger, aber es wird unschön, das kann ich dir versprechen. Und es ist halt wirklich absolut hirnrissig, Muskeln auf, wieder abzubauen, Muskeln auf, wieder abzubauen, dann auf, wieder abzubauen und auf, wieder abzubauen und zusätzlich quasi noch seinen eigenen Hormonhaushalt derartig in Gefahr zu bringen. Deswegen sind Kuren absoluter Schwachsinn. Und das war's auch schon mit dem Video. Ne, deswegen, das war's, so kurz und bündig, wie ich es eben machen kann, ein für alle Mal, deswegen sind Kuren Schwachsinn. Das zählt natürlich jetzt nicht für Cycles. Cycles sind ein Thema für sich oder Stacks, das bedeutet, wenn du einmal einen Blast machst und hast dann einen bestimmten Stack von 3 Komponenten, der wird natürlich gekurt. Ne, der wird irgendwie nur 3 Monate gefahren, der wird 8 Wochen gefahren oder gecycelt, wie man so schön sagt. Ne? Orals werden gecycelt, das ist natürlich kein Schwachsinn, das ist absolut notwendig, weil du diese doch gefährlichen Komponenten immer nur für eine kürzere Zeitspanne mit reinnehmen möchtest oder sehr viele Komponenten beieinander nur für eine Weile fahren möchtest, um deinen Körper eben langfristig nicht zu sehr zu belasten. Was darauf folgen würde, wäre ein Cruise. Da wären wir dann bei dem Thema. Das wäre dann ein Cruise von 250 Milligramm zum Beispiel oder eine TRT von 150, die du dir dann selbst verordnest. Das liegt je nachdem daran, wo du gerade stehst und was dein Blutbild sagt natürlich. Also beschäftigt euch mit Blutbildern, beschäftigt euch mit Gesundheit, beschäftigt euch mit allem, mit wirklich allem, was Stoff noch umfasst. Extra Kosten für Supplements, Ernährung, Supplements sind verdammt teuer, Ernährung, alles Mögliche. Wenn du dir über all das keine Gedanken gemacht hast, dann solltest du das Ganze wirklich nochmal überdenken. Denn viele wollen dann stoffen und wollen kein Geld mehr ausgeben für Supplements, wollen sich nicht gesund ernähren, wollen das, ist doch alles zu teuer. Dann ist der Stoff auch zu teuer. Das alles beinhaltet eine Kur oder ein Cycle oder was auch immer.
Ich hoffe, das Video war informativ und schreib mir gerne deine Gedanken dazu. Schreib in die Kommentare, dass du eine 3-Monats-Kur gemacht hast, abgesetzt hast und es dir blenden geht. Ist völlig in Ordnung, kannst hier reinschreiben. Und ansonsten lass gerne ein Abo auf dem Kanal da. Checkt auf jeden Fall auch noch den neuen Iron Mike Streams Kanal. Da zeige ich euch immer die Livestreams bzw. die Reactions, lade ich da im Einzelnen hoch. Und es gibt auch heute um 19 Uhr wieder einen Reaction-Stream auf Twitch. Also wer Bock hat, ist mit dabei. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You fucking fight back.